Hallo, ihr fantastischen Leute da draußen. Willkommen zu einer super Zusammenarbeitsfolge. Ja. Wir haben es mal genannt, wir spielen Koop-Spiele. Ich übernehme das an der Stelle. Nachdem ihr uns immer nur Scheiße zu spielen gebt, haben wir uns jetzt entschlossen, einfach mal zu spielen, wo wir Bock drauf haben. Nee. Und deswegen ist das nicht Retro-Panda quält sich zusammen, sondern Retro-Panda und Joe zocken mal was Vernünftiges. Nach dem ganzen Scheiß, ey. Super, oder? Wir fangen an mit Contra Hardcore. Genau. Auf den Mega Drive. Ich wollte es nämlich etwas netter ausdrücken. Nein, so nett bin ich nicht hier. Nett kannst du sein, wenn du alleine bist, Panda. Und der Joe will mir jetzt einfach mal ein paar Spiele auf Mega Drive zeigen, weil das Mega Drive ist ja bei mir so ein bisschen ein unbekanntes Land. Genau, da bist du was ja er mir dann nicht so fehlen ganz, kann. Bist du ja nicht so ganz involviert in der Geschichte, deswegen genau. Zeige ich dir heute mal ein paar Mega Drive Games, die im Koop richtig geil sind. Das hier ist leider nicht auf der Mega Drive Collection drauf. Das wäre schön gewesen, war wahrscheinlich, weil da Konami die Rechte irgendwie dran hatte. Die haben ja ihre eigene Contra Collection rausgebracht. Da ist wahrscheinlich, es bei. Wahrscheinlich deswegen ist es da nicht drauf. Genau, da ist es bei. Wir stellen erstmal ein, okay, es gibt nur 3 Leben. Okay, wir gehen mal kurz in die Controls. Ich überlasse dir jetzt gerade mal alles. Du hast ja auch einen Knopf gedrückt, deswegen sind wir jetzt wieder zurück. Ich habe gesagt, wir gehen in die... Ah, nichts gedrückt. Immer bin ich schuld. So, ja, ich weiß natürlich jetzt nicht, welcher Knopf das auf Google ist. Wir lassen es einfach mal so. Wir spielen natürlich jetzt hier nicht mit Mega Drive Pads, deswegen ist Knopfbelegung irgendwie so ein bisschen schwierig. Das Coole bei Contra Hardcore ist, es gibt 4 verschiedene Charaktere zur Auswahl. Und ich... Ach, ich bin ja Player 1. Oh, ich nehme den coolen Wolf. Ich wollte den Wolf. Ja, geh, nimm du den Wolf. Ich nehme den kleinen Roboter, Brownie. Fun Fact nämlich, mein zweiter Vorname ist Wolf. Nicht Wolfgang? 1:1, Wolf wie das Tier. Deswegen hätte ich mich eigentlich Retro-Wolf nennen müssen, oder? Gibt's, glaube ich, schon. Ja, eben, deswegen. Ja. Aber das deswegen... Fang. Bin ich denn. Ist Wolf dann quasi dein Tierkreiszeichen Tier? Das gibt's nicht als Tierkreis. Nein? Mein Tierkreiszeichen ist ein Hahn. Es gibt einen Hund als chinesischen. Du bist also Chicken, ja? Ein Wolf-Chicken. Das klingt irgendwie komisch. So, ich muss jetzt erstmal gucken, welcher Knopf Bam! Das ist. So, was machen wir? So, das, okay. Ich bin irgendwie doppelt so groß wie du. Ja, das ist richtig. Genau, wenn du auf deinem Controller jetzt quasi Y gedrückt hältst, schaltest du um zwischen an Ort und Stelle stehen bleiben und schießen können. Ah, mit B schießt du und A ist, also ich rede jetzt in der Super Nintendo Variante. Aber A es kommt mir irgendwie etwas krümeliger vor als die Super Nintendo Variante, oder? Überhaupt nicht. Oder kommt es gerade nur so... Es kommt dir nur so vor. Was hier ein bisschen anders... Oh, da bin ich schon das erste Mal tot. Wobei ich sagen muss... Es ist ein gutes Spiel, aber es ist ein schweres Spiel. Ja gut, das ist Contra halt. Wobei ich sagen muss, ich bin ja eher mit den Gameboy-Contras groß geworden. Wow. Ja, Contra auf dem Gameboy ist auch gar nicht mal so eine schlechte Umsetzung. Eben. Achso, ich muss dich ins andere... Nehme ich mal... Du kannst dir einen aussuchen. Das Weibchen... Oh, Pause. Ein Weibchen, sagt er. Zack. Es ist wirklich nicht, Hey, hier ist auch echt viel los. Auf schon wieder tot, was? Ja, wir spielen auf jeden Fall mal... auf jeden Fall... Game kompetent sind wir auf jeden Fall. Mann, das war mir eine Ehre. Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Und schön, nein, wir haben ja noch 5 Continues. Es wäre schon cool, wenn wir das erste Level schaffen, ne? Komm, ich nehme hier Mister, ich habe den in dem China. Standard Haarschnitt eines amerikanischen Marines. Haben sie alle. Allesamt. Noch heute. Ja, und es gibt halt große Unterschiede zwischen diesem Contra und dem Super Protector, nämlich A, dass man hier 4 verschiedene Charaktere zur Auswahl hat, die auch 4 verschiedene Waffen kriegen können. Also jeder echt, das hat cool. Jeder hat eine unterschiedliche Bewaffnung. Im Japanischen. Oh, man kann sie rutschen. Ist das so? Tatsache, ja. Im Japanischen ist Super Contra allerdings sogar einfacher als die amerikanische Version. Echt? Okay. Weil da ist nicht ein Hit ein Toter, sondern da gibt es einen Lebensbalken. Normalerweise ist es andersrum, dass die japanischen Versionen schwieriger sind als die westlichen. Häufig, ne? Ja, aber hier nicht. Das hat mir der gute Timo von Videogems auf der Börse nämlich erzählt. Er hat uns über das Spiel, glaube ich, unterhalten. Und er hat gesagt, die japanische Version ist einfacher, weil man da Lebensbalken hat. Das würde hier wirklich viel, viel Unterschied machen, glaube ich. Ja. Aber wir sind schon mal besser als jetzt gerade, würde ich bisschen, sagen. Ein bisschen, ja. Nicht viel, also aber... Also ich bin besser und du profitierst davon, würde ich behaupten. Natürlich, was denkst du denn? Ja. Und die Musik in dem Spiel, die hören wir jetzt nicht, aber ihr, die finde ich auch ziemlich geil. Man kann natürlich hier an den Wänden hochklettern. Macht auf jeden Fall einen echt geilen Eindruck, muss ich sagen. Ja.
Ist kein billiges Spiel, wenn man das im Original haben will. Wie es halt ist mit den guten Spielen, ne? Leider. Wie es ist mit den guten Spielen. Ja. Aber ich muss ja sagen, ich kann besser damit leben, wenn ein gutes Spiel teurer ist, ja, als wenn ein Schrottspiel teurer, ja, ist. Das hättest du kommen sehen können. Ja. Hätte Fahrradkette. Ja, immer. Ne? Komm, das schaffst du. Ja, ja, sicher. Du kannst Start drücken. Ah. Und dann nehme ich hier nochmal den coolen Wolf. Ja, der hat nämlich die Gatling Gun als Arm. Ey, ist auch viel geiler, wenn das nicht cool ist, dann weiß ich es auch nicht, ne? Du musst aufhören zu schießen und zu klettern. Oh, das finde ich ein bisschen blöd. Das ist total unrealistisch. Wollte ich gerade sagen. Soll ich hier beim Klettern aufhören zu schießen? Wie soll ich denn sonst klettern? Wand hochklettern ist mit einem Arm und einer Gatling Gun natürlich auch irgendwie scheiße, oder? Ja, anders geht's doch nicht. Findest du? Ja, da hinten kündigt sich schon der erste Boss an. Ich würde sagen, ne? Den müssen wir auf jeden Fall killen. Wie bleibt nochmal stehen? Ah, so. Ja, dummerweise habe ich überhaupt keine Ahnung, wie man auf dem 3-Button-Sega-Controller A, die Waffen wechselt und B, hier die Smartbomb abfeuert. Hey, schon geschafft? Nee. Ja. Was? Ja, ich stand halt an der richtigen Stelle. Wir sind kompetent. Das würde ich so nicht sagen. Wir haben Glück. Kompetentisch. Spreadshot! Woo! Was hab ich denn hier? Ja, du hast den, ich, wärmst dir eine Explosion ins Gesicht schlag. Geil. Ja, also ein paar Sachen sind schon ähnlich zur Super Nintendo Version wie das hier zum Beispiel. Ja. Oh. Achso, das muss so. Ja, das ich hatte auch gerade ein bisschen. Ich dachte schon, wir haben irgendwas falsch gemacht. Das ist ja eine geile Waffe hier. Zack! Ja, Feuerfaust! Die Reichweite ist ja nicht so cool, Feuerfaust! Ne? Ja. Bam! Da freut sich der Panda. Feuerfaust! Ihr haltet den Panda nämlich alle immer für so einen netten Kerl. Aber eigentlich... Wenn ich kletter, Gatling Gun und Feuerfaust muss ja dabei sein. Das ist ein kleiner Brutalo, wenn man ganz ehrlich ist. Der Feuerfaust! Der droht auch ständig den Leuten bei uns in der Gruppe Schläge an und so. Ständig. Ja, nur. Ja, zu Recht. Was kann ich denn dafür, wenn die so schlägebedürftig sind? Weil die Maren ist da auch nicht viel besser. Ja, ja, die kann's wenigstens. Ja. Ich drohe ja nur. Eigentlich kann die ja nix, aber... Sagt sie jedenfalls. Ja. So heißt es zumindest. Ich wüsste jetzt echt gerne, wie ich das Ding abfeuere, weil ich habe ja so eine Smartbomb. Ja. Du hast sie, glaube ich, gerade zumindest ausgewählt gehabt. Ich weiß aber nicht wie. Ha! Ja. Okay, ich würde sagen, nächstes Spiel. Ja, dann schlag mal was vor. Ich schlage vor Streets of Rage. Streets of... Oh ja, super. Streets of Rage hast du sicher schon mal von gehört. Ich habe... Moment. Streets, scroll mal runter. Streets of Rage. Wir sind ja so ganz professionell vorbereitet. Ich hab Streets of Rage für den Game Gear schon mal getestet. Ja. Da war es eigentlich ganz vernünftig. Ist natürlich jetzt kein Vergleich, aber... Nee, ist kein Vergleich. Jetzt kriegst du mal das richtige Streets okay of Rage zu sehen. Streets gespannt of Rage 2, den meiner Meinung nach besten Teil der Serie. Aber wir machen kein Duell, bitte. Nein, wir gehen hier aber auch mal ganz kurz in die Options, stellen es auf easy, geben uns ein paar Leben. Das habe ich hier Wasser umgetreten. Das ist toll, Panda. Dein Katzenwasser, oder was? Yep. Das war nicht meine Wasserschale, nein, nein. Das war der Panda für die Katzen. Kann schon aus der Flasche trinken, den habe ich noch nicht mit dem Kopf in so einer Schüssel hängen gesehen. So. Ich mag ja in Prügelspielen immer so die großen, schweren Kerle, die ordentlich zuhauen, deswegen nehme ich Max. Immer das Gegenteil. Ich mache eher so Chun-Li als Zangief, sage ich mal. Ja, ja, ich finde den dicken Wrestler hier eigentlich ganz geil. Ich kann hier so... Ja, das ist dein Special-Move, der kostet dich aber Leben, wenn du ihn triffst. Gut zu wissen. Bam! Was du kannst, ist zweimal in eine Richtung und dann Attacke. Genau, dann machst du noch einen Special Move, der kein Leben kostet. Und es gibt, glaube ich, noch was anderes. Genau, du kannst deinen Attack-Knopf kurzzeit gedrückt halten und dann loslassen. Und dann machst du auch noch mal eine Special-Attacke. Haben wir eigentlich Friendly Fire? Ja. Ja. Also, danke! So, Chop, Chop, Bam! Und dann nicht, oder? Was wir jetzt nicht hören, wo ihr echt jetzt die bessere Variante habt, ist die Musik von Streets of Rage. Die ist richtig geil, vom zweiten Teil. Einer der besten Soundtracks ever. Den habe ich im Auto auf dem Stick. Wenn ich längere Touren habe, dann groove ich dazu quasi über die Autobahn. Außer wenn ich vom Panda nach Hause fahre. Da gibt es nämlich keine Autobahn. Oh. Ich wohne halt am Arsch der Welt, Entschuldigung. Pampa. Ja, er wohnt in der Tat am Arsch der Welt. Ja, und du siehst ja jetzt deutlich auch den Unterschied zwischen meiner Geschwindigkeit und deiner Geschwindigkeit. Ich bin nämlich arschlangsam. Du kannst dir da das Messer umholen. Tschu! So, da, guck mal da. Hol dir mal da eine Stange. Ja. Zack, zack. Bam.
Bam. Das habe ich ja im Beat'em'ups immer geliebt, wenn man plötzlich so eine Waffe dann hatte. Ja. Ja, das gute alte Stahlrohr gibt's ja auch in Final Fight. Double Dragon hat's ja auch, glaube ich. Double Dragon habe ich nicht so viel. Ich hatte Double Dragon damals auf dem Game Boy. Fand's damals total geil. Wenn ich es heute spiele, finde ich es ultra scheiße. Ja, gut, auf dem Game Boy ist es nicht so wirklich gut gealtert. Nee. Das finde ich heute richtig scheiße. Die NES-Teile habe ich nie gespielt, aber ich habe mir auf der vorletzten Börse habe ich mir Super Double Dragon für Super Nintendo geholt. Mhm. Und das ist echt ziemlich geil. Echt? Ja. Das muss ich mir auch noch besorgen dann. Das ist kein billiges Spiel. Ich fürchte auch. Ja gut, die ganzen also großen Serien sind so meistens. Also ich habe 50 Euro dafür bezahlt und das war schon ein guter Preis. Ja. Das war ein Schnäppchen für so einen Börsenpreis, glaube ich, für das lose Modul. Aber das ist eins mit der besten Beat'em-Ups, finde ich. Das hat nämlich eine ziemlich coole Mechanik. Du hast einen Knopf, um zu schlagen, du hast einen Knopf, um zu treten, du hast einen Knopf, um zu springen und du hast einen Knopf zum Kontern. Ah, das ist natürlich nicht verkehrt. Du kannst quasi, wenn du mich jetzt schlägst, kann ich deinen Arm abfangen, dann halte ich den und dann kann bam, bam. Ah. Oder kann dir ins Gesicht treten oder so. Also man kann die eingehenden Attacken quasi kontern, indem man den Arm oder das Bein dann festhält und dann zum Gegenangriff ansetzt. Danke, dass du mir danke, dass du mich schon wieder ins Gesicht getreten hast. Und dir dein Rohr abgenommen habe. Du hast mir das Rohr aus der Hand geschlagen. Als ob du mich bei was erwischt hättest. Wir sind ja auch hier familienfreundlich, also. Ja, aber nicht kindgerecht. Nee, das habe ich extra nicht angekreuzt. Also Zuschauer unter 13. Hey! Ich wollte eigentlich ihn suplexen, es tut mir leid. Da, guck. Weil wenn ich suplexe, da wächst kein Gras mehr. Das war ein Backbreaker und er ist tot. Also hier sind wir schon mal etwas erfolgreicher, würde ich sagen. Ja, Streets of Rage 2 ist jetzt kein mega schweres Beat'em'up, aber ein ziemlich geiles. Es macht auf jeden Fall Spaß, muss ich sagen. Ja. Das ist auf der Mega Drive Collection drauf. Das heißt, das kannst du auch auf der Nintendo Switch spielen. Ah. Das würde ich auch uneingeschränkt empfehlen. Da, komm her, du Lump. Du auch. Was soll denn das? Zack. Ja, die andere große Beat'em-Up-Reihe auf dem Mega Drive ist natürlich Golden Axe. Das habe ich ja vor gar nicht allzu langer Zeit im Stream gezeigt. Deswegen würde ich sagen, spielen wir das jetzt hier heute nicht nochmal. Oh. Willst du Golden Axe spielen? Ja, aber wenn du was anderes hast, wir wollen mal hier die einzelnen Genres ja mal durchskippen, ne? Weil genau. Immer das dasselbe. Ja. Bei Beat'em-Up sind zwar ziemlich cool, aber... Ja, aber so richtig abwechslungsreich ist das nicht. Im Prinzip ist es immer dasselbe. Ist natürlich mal gut, mal schlecht umgesetzt, klar, aber... Groß was verändern tut sich da ja meistens nicht. Stimmt wohl. Sachen wie Sonic 2 und 3 kann man natürlich auch Koop spielen, wobei das da auch eher auf abwechselndes Spielen hinausläuft. Ja. Das ist jetzt nicht so mega spannend für zwei Spieler. Aber es gibt noch so ein paar ganz coole Plattformer, die man auch zu zweit spielen kann. Zum Beispiel Blades of Vengeance. Okay. Das hatte ich vor ewigen Zeiten mal im Test, da weiß ich, das kann man zu zweit spielen. Auch wenn das ähnlich wie X-Men und X-Men 2. Voll spannende Kampf gerade. Ja, X-Men und X-Men 2, die man auch zu zweit spielen kann, aber da ist man durch das Plattforming fast ein bisschen behindert, wenn man das zu zweit spielt, weil wenn der eine zu weit nach oben springt oder so, der andere dann nicht mehr hinterherkommt oder die Plattform dann nicht mehr sieht, auf die er drauf springen muss oder so. Das ist irgendwie uncool. Ja, das stimmt natürlich. Ne? Deswegen, also nicht alle Spiele, die man Koop spielen kann, machen im Koop auch mehr Spaß als alleine. Bei manchen wurde es halt dann einfach nur draufgeflanscht, hey, wir haben ein weiteres Verkaufsargument, aber ob es Sinn macht, ist dann halt die andere Sache, ne? Genau. Zack. So, komm mal her, du Typ. Dropkick. Ah, da habe ich dich leider mit umgeholzt. Ja, ist kein Problem, ich halte das aus. Hey! Ja, nein. So. Ja, dann gibt es natürlich noch Titel wie Dr. Robotnik's Mean Bean Machine oder Columns, die man zu zweit spielen kann. Also diese Tetris-Games oder Dr. Mario-Klone, die kann man zu zweit spielen. Das ist natürlich auch immer ganz geil. Und Sportspiele. Das Mega Drive ist ja bekannt für die bessere Darstellung von Sporttiteln im Vergleich zum Super Nintendo, weil die einen schnelleren, weil der Mega Drive-Prozessor besser dafür ausgelegt war, mehrere Sprites gleichzeitig auf dem Bildschirm zu animieren. Ja, das ist halt wie bei Sportspielen, Fußball oder sowas. Ja, sehr, oder gerade die NHL-Spiele von EA, da merkt man halt ganz deutlich, dass die auf dem Mega Drive viel flüssiger laufen als auf dem Super Nintendo. So, ich würde sagen, das eine Level machen wir noch und dann sollte es genug sein. Nicht, dass es zu eintönig wird. Ich nehme mal das Messer.
Aber das Level ist auch noch relativ lang. Also von mir aus können wir auch jetzt schon mal zum nächsten Titel wechseln. Was schlägst du denn vor? Alles klar. Lass uns mal gerade gucken. Ich bin mir gerade noch nicht ganz sicher. Wir können auf jeden Fall mal reinschauen in Blades of... Da ist es schon. Blades of Vengeance. Okay. Ich bin gespannt. Electronic Arts. Hose noch einigermaßen okay waren. Ja. Ich tue mal die Maus weg. Ich bin mir nicht sicher, ob die sonst mit aufgezeichnet wird. Nein, ich habe es extra ausgestellt. Alter, ausgestellt. Panda ist viel Profi. Besser in dieser Technikgeschichte als ich. Vergesse das nämlich jedes Mal, wenn ich streame. Hier siehst du Two-Player. Ich weiß jetzt nur nicht, ich kann nicht... Genau, du bist runter, ich kann nicht runter. Was für ein Spiel ist das jetzt? Das ist ein Side-Scrolling-Plattformer. Beat'em up. Da kannst du entweder mit dieser Amazone, mit dem Barbaren oder hier mit Gandalf. Ich bin Gandalf. Ich bin die Amazone. Ja, wie immer. Panda nimmt immer die Chicks. Wenn ich mir was am Computer, am Bildschirm angucken kann, dann gucke ich mir lieber. Ja, so, und jetzt sowas. Sind wir hier halt auch unterwegs. Es gibt hier verschiedene Level-Ups, die man erreichen kann, verschiedene Power-Ups. Ach so, also richtig komplex. Ja, das ist ein richtig geiles Spiel. Das habe ich, als ich mit YouTube angefangen habe, war so mein 10. oder 11. Review oder so. Okay. Mir hat es damals echt Spaß gemacht, das durchzuspielen. Es ist nicht einfach. Wie man sieht, bin ich zu blöd, um an diesem Feuerball vorbeizuspringen. Und du siehst aber jetzt schon die Problematik davon, wenn man zu zweit spielt, das mit dem Bildschirm bewegen. Ne? So, jetzt bin ich eins weiter und du kommst nicht hinterher. Fall ich jetzt runter? Weil ich auf das Ding gesprungen bin. Ne, ich bin jetzt weg. Ich bin tot. Und du kommst nicht hinterher. Und genau das... Weil die Plattform jetzt weg ist. Genau, das heißt, ich muss mich jetzt selber umbringen. Quasi. Und genau das ist das Problem an dem Spiel, weswegen das alleine sinnvoller ist. Aber auch das eine Empfehlung, was du dir auf jeden Fall mal angucken solltest. Ja. Aber sieht auf jeden Fall auf den ersten Blick nicht schlecht aus. Nee, ihr könnt euch auch gerne meinen Test dazu angucken. Ich habe gerade eben was und gesehen. Und verlinkt natürlich, wenn ich dran denke. Ich glaube, das hier... ist ein ganz geiles Top-Down-Shooter-Game, wenn ich mich nicht ganz schwer täusche. Ich bin mir aber gerade... Ah nein, das Bloodshot, das ist ein Ego-Shooter auf dem Mega Drive. Auf Mega Drive, auch nicht verkehrt. Den wollen wir jetzt aber nicht spielen. Nee. Verdammt, ich hatte mir eigentlich noch ein drittes Game überlegt, aber es fällt mir gerade nicht ein. Deswegen suchen wir uns mal gerade irgendwas raus. Ich unterhalte mal euch so, hey! Unterhalt mal die Massenpanda. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wir suchen gerade mal ein Spiel raus. Er ist schon bei B in der Liste. Oh, jetzt weiß ich es. Jetzt weiß das. Das ist... Schwitzblutz. Ja. Das hier. Das ist Batman das Adventures. Ist Batman Adventures und Batman Robin ist geil. Da bin ich gespannt. Ist eine Mischung aus einem Side-Scrolling-Shooter-Brawler. Ah. Also wir hauen nicht primär, sondern wir schmeißen Batarangs. Hm. Ordentlich geile Grafik, ordentlich geiler Soundtrack. Sieht auf jeden Fall gut gemacht aus. Ja, ich nehme freiwillig Robin. Okay. Denn erstaunlicherweise, wann immer man in irgendeinem Spiel einen anderen Charakter als den Hauptcharakter nehmen kann, spiele ich gerne mit dem zweiten Charakter. Ich weiß nicht, woran das liegt. Nee, ich glaube, du musst mit Batman starten und ich drücke dann einfach Start, um beizutreten. Okay, sicher? Jetzt hast du Robin genommen. Ich bin irgendwie gerade verwirrt. Ja, wir werden sehen. So. Ja, jetzt bin ich Batman, ist egal. So, mit dem einen Knopf schießt du die Batarangs. Interessante Perspektive. Es ist nicht so seitlich, es ist so schräg drauf. Ja, Aber auch irgendwie schon seitlich. Ja. Es ist ein bisschen trippy irgendwie. Ja, man muss sich erst auf jeden Fall dran gewöhnen. Die Animation finde ich ganz gut. Die Sprites sind ein bisschen klein, finde ich. Ja, die hätten sie größer machen können. Also die haben sich auf jeden Fall sehr auf diese Perspektive da Und es gibt Massen an Gegnern. Ich merke schon. Das Spiel ist auch wirklich nicht besonders leicht. Aber es ist eigentlich echt ganz geil. Und du siehst, du hast oben da so einen Balken. Wenn du eine Weile dann nicht feuerst, lädt er sich auf und dann ist dein Schuss deutlich stärker. Das finde ich verkehrt. Das ist für Bossfights dann irgendwann wichtig, weil da musst du mehr ausweichen als selber schießen. Und da ist das dann ganz gut. Also meistens flasht mich gerade echt die Perspektive. Ja, wenn du dann ein bisschen näher dran, beziehungsweise wenn du beim Bossfight dann zum Schuss kommst, um es mal so auszudrücken, dann ist das ganz gut, wenn du den mit einem aufgeladenen Schuss triffst, weil so oft hast du die Gelegenheit halt nicht. Ja. Da bin ich gerade voll reingelaufen. Ich habe jetzt gerade ein Power-Up gekriegt, um meine Waffe ein bisschen aufzuleveln. Das heißt, ich habe jetzt einen etwas stärkeren Batarang. Sobald man getroffen wird, ist das aber auch wieder weg, glaube ich. Aber auch interessant, dass sie auf die Idee gekommen sind, hier quasi so einen Shooter draus zu machen. Ja, das ist ja wieder eins der Games, die auf dem Super Nintendo... Es gibt Adventures of Batman und Robin auch für Super Nintendo. Ja. Ist da aber ein ganz anderes Spiel. Ein, wie ich finde, ziemlich geiles Spiel. Kann man aber überhaupt nicht mit dem hier vergleichen. Merk schon. Auch das hier ist aber leider ein sehr, sehr teurer Titel.
glaube ich. Batman geht hier immer, ne? Und wenn das gar nicht mal so verkehrt ist, dann... Nee, ich finde das eigentlich ziemlich geil. Ich bin aber nie weit gekommen, weil es wirklich ein schweres Game ist. Ja, ich merke schon. Also einfach ist es nicht, vor allem, weil man auch schnell die Übersicht verliert. Ja, hier ist so viel los auf dem Bildschirm. Ja. Das Gute ist, man hat ja oben diesen kleinen Lebensbalken. Das heißt, man ist nicht instant tot, wenn man getroffen wird. Ansonsten wäre hier direkt Feierabend, glaube ich. Und das Ganze ist echt hektisch und ich habe sogar den Eindruck, wenn man zu zweit spielt, sind mehr Gegner auf dem Bildschirm, als wenn man alleine spielt. Das ist ja häufig bei Spielen in der Generation. Naja, das ist dementsprechend halt einfach dann schwerer gemacht wird. Ja, ne? Genau. Sonst wäre es an vielen Stellen wahrscheinlich auch zu leicht. Ja, und wenn man einen Gegner jetzt nah genug an einen rankommen lässt, dann macht man dann doch eine Nahkampfattacke. Okay. Aber sollte man wahrscheinlich nicht. Nee, aber wenn schon ein Gegner direkt neben dir spawnt, dann kurz aufhören zu schießen, den Knopf einmal drücken, dann trittst du den weg und das ist dann stärker als der Batarangs-Wurf. Macht Sinn. Oder hier, Batman macht dann teilweise einen Headbutt oder so ein Bruce Lee-Kick oder irgendwas in der Richtung. Das ist schon eigentlich ganz geil. Ja, ist auf jeden Fall mal was anderes, ne? Ja, das auf jeden Fall. Also das ist ein Spiel, das haue ich auch zu Hause immer mal wieder ins Mega Drive rein, wenn ich mich so ein bisschen punishen will. Weil es halt unheimlich schwer ist. Ja, wie weit kommst du immer so ungefähr? Zweites Level maximal. Also viel weiter bin ich dann nicht gekommen. Auch nicht schlecht. Meistens scheitere ich am ersten Boss. Ohne Witz, also das ist nicht leicht. Kommen wir so weit? Vielleicht. Im Gegensatz zu mir bist du noch nicht gestorben. Oder hast schon ein Level abgekriegt, das weiß ich gerade nicht. Hey, du Lappen. Ich bin irgendwie besser als du, ne? Das würde ich so nicht sagen. Na. Ja, wie gesagt, die Übersicht ist echt. Übersicht ist so eine Sache in dem Game. Mhm. Die hat man. Also, es ist wirklich überall. Also, keine Ahnung, ob wir da einfach zu alt für sind. Ja, ich bin auf jeden Fall. Ja, jetzt bin ich auch einmal gestorben. Was Übersicht, also was Reflexe und sowas angeht, da war ich in jüngeren Jahren deutlich besser. Das ist ja aber bekannt, dass er, glaube ich, ab 25 oder sowas abnimmt. Echt? Mhm. Das war schon lange, lange. Ich habe sind wir quasi seit gestern zwar seit erst drüber, 30 aber quasi der Verfall einsetzt, unaufhaltbar. Ja. Ich werde ja in 3 Wochen, also stand jetzt in 3 Wochen 38, wenn ich das noch erlebe, wer weiß. Da bin ich schon. Echt, bist du älter als ich? Hätte ich nicht gedacht. Ja, ein Monat oder anderthalb. Ah. Ja, stimmt, du hattest ja vor kurzem erst Geburtstag. Ja. Also 38 ist ganz schlimm, lieber Joe. Ganz schlimm. Meine Frau verarscht mich zu Hause auch schon die ganze Zeit. Boah, ey, stell dir mal vor, in 10 Jahren bin ich auch 38. Boah. Ja, meine Frau ist ja 10 Jahre. Ich war ja clever, ich habe mir mit Anfang oder mit Mitte 30 schon eine Frau gesucht, die 10 Jahre jünger ist als ich. Da muss ich das mit Mitte 40 nicht mehr machen. So, hier ist der erste Boss. Wir müssen erst unten auf die Schuhe schießen oder auf die Füße, aber wir müssen natürlich auch erstmal dem Geschossding hier ausweichen. Ach, ausweichen was für Lullis. Ja, das sagst du so. Ja. So, höchste Concentration hier. Ja. Leck mich doch. Du Kackteil. Ja. Na komm. Der hält aber ganz schön was aus, du. Der hält ordentlich was aus und ich bin auch gleich im Arsch. Ich auch. Nee, deine Lebensenergie ist ja noch voll. Meine ist jetzt fast leer. Irgendwas passiert da. So, und jetzt? Ja, jetzt die Mitte. Noch oh. Wir sind ja gerade echt konzentriert. Ja, mega. Plus den ganzen Tag Videos aufgenommen und gelabert. Ja, ich gehe jetzt auch drauf. Wenn ich noch einmal getroffen werde, bin ich platt. Ja, das war's für mich. Ja, kein Wunder, dass du es nie schaffst. Ja, es ist echt schwer. Es ist echt schwer, ich sag's euch. Ja, dann zeig ich mal, was du kannst, Robin. Ist gerade sehr spannend. Ja, also der Unterschied zwischen dem Game hier und dem Super Nintendo Game ist, das Super Nintendo Game ist, obwohl es Adventures of Batman und Robin heißt, leider komplett Singleplayer-only. Dafür ist es ein richtig guter Action-Plattformer mit fantastischen Animationen, super Grafik und tollem Sound, der original so aussieht wie die Cartoon-Serie. Das ist echt geil. Das ist eins der Games aus meiner Kindheit, an die ich mit die geilsten Erinnerungen habe. Ich weiß noch ganz genau, wie ich das Spiel damals bekommen habe. Ich habe das, glaube ich, in irgendeinem Video letztens schon mal erzählt. Genau, in meinem Pickup-Video, weil ich habe das ja. Ja, ist noch nicht fertig. Ach du Scheiße! Weißt du jetzt, warum ich das erste Level selten schaffe? Wisst ihr jetzt, warum ich das erste Level selten schaffe? Es ist verdammt hart! Aber richtig! Ja.
Ja, ich würde sagen, das reicht auch an. Wir quälen uns mit guten Spielen für heute. Mir geht nämlich langsam echt die Stimme. Ja. Außerdem wird es draußen dunkel. Papa fährt jetzt mal nach Hause. Anna, ich danke dir recht herzlich für diesen... War mir eine Ehre, dich hier zu haben. Aufnahmetag. Ja, ich komme bestimmt nochmal wieder. Du kannst auch auf gerne jeden Fall. Bei mir vorbei. Wollte gerade sagen, nächstes Mal komme ich bei dir vorbei. Ja. Ich hoffe, ihr wisst das Opfer, das wir hier für euch bringen, zu würdigen, indem wir uns den ganzen Sonntag für euch geopfert. Echt miesen Games oder echt schweren Games für euch hier strafen. In dem Sinne, wie sagst du immer so schön, macht euch noch einen schönen Tag, egal was ihr noch vorhabt. Eben genau. Retro-Joe. Macht's gut, ihr Lieben. Und Panda raus. Bye, bye. Tschö.